Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Done at Flip. In unserer heutigen Folge werden wir uns mit den 4 Schritten zum richtigen Buchungssatz beschäftigen. Wenn wir uns diese 4 Schritte jetzt gemeinsam anschauen, wird es Ihnen am Anschluss an dieses Video gelingen, den Großteil der Buchungssätze sicherlich richtig zu formulieren bzw. die Geschäftsfälle richtig zu verbuchen. Im ersten Schritt sollten Sie sich immer überlegen, welche Konten werden im Zusammenhang mit dem jeweiligen Geschäftsfall benötigt. Also Schritt 1. Konten. Wenn Sie also nicht wissen, um welches Konto es sich handelt, beziehungsweise Sie vielleicht einmal beim Durchlesen des Geschäftsfalles nicht unbedingt sofort zuordnen können, welches Konto hier betroffen sein könnte, dann ist es unter Umständen vielleicht auch hilfreich, wenn Sie den Kontenplan zur Hand nehmen und einfach einmal durchschauen, okay, welches Konto könnte hier passen. Okay, jetzt wissen wir einmal, wir brauchen beispielsweise das Konto 1, 2 und 3. Dann kommen wir zum zweiten Schritt. Im zweiten Schritt müssen wir uns überlegen, um welche Art von Konten handelt es sich? Bei der Art von Konten, darunter verstehe ich, handelt es sich um ein aktives Bestandskonto, um ein passives Bestandskonto, um ein Ertragskonto oder um ein Aufwandskonto. Und wenn wir hier wissen, okay, Konto 1 ist beispielsweise ein aktives Bestandskonto, Konto 2 ist die Kontoart XY und Konto 3 ist ebenfalls die Kontoart XY, dann können wir zum dritten Schritt übergehen. Und der dritte Schritt auf dem Weg zum richtigen Buchungssatz ist, man muss sich überlegen, handelt es sich bei den jeweiligen Konten um eine Vermehrung oder um eine Verminderung? Und wenn wir dann wissen, um welche Konten ist oder welche Konten wir benötigen, um welche Art des Kontos es sich handelt und ob es sich beim jeweiligen Konto um eine Verminderung oder eine Vermehrung ergibt, wissen wir dann in weiterer Folge auch, erfolgt die Verbuchung im Soll oder erfolgt die Verbuchung oder erfolgt die Verbuchung eben im Haben. Und vielleicht ganz kurz als Ergänzung noch am Ende dieses kurzen Videos. Bei aktiven Bestandskonten, wenn es sich um eine Vermehrung handelt, werden die aktiven Bestandskonten immer im Soll verbucht. Handelt es sich um ein passives Bestandskonto und um eine Vermehrung, dann wird das passive Bestandskonto im Haben verbucht. Handelt es sich um ein Ertragskonto und um eine Vermehrung, so werden diese im Haben verbucht. Und bei einem Aufwandskonto, wenn es sich um eine Vermehrung handelt, werden diese im Soll verbucht. Ja, und somit sind wir auch schon am Ende dieses Videos angelangt. Und wenn Ihnen unsere Videos gefallen, dann freuen wir uns über einen Daumen hoch bzw. über ein Abo unseres YouTube-Kanals Business Fragen.